Frau Staatsministerin, wir haben gerade diese Installation draußen vor der französischen Botschaft angeschaut. Können Sie mir sagen, was es in Ihnen ausgelöst hat? Ja, das war sehr berührend, finde ich. Und es erinnert einen daran, dass viele Menschen, die von den Nazis verfolgt wurden, einfach auf bloße Nummern degradiert wurden. Man hat ihnen die Identität und damit auch die Würde genommen. Und dieses Every Name Counts möchte ja genau Widerstand gegen diese zynische Nazi-Idee setzen und diesen Opfern ihre Würde, ihren Namen, ihre Identität zurückgeben, was ich deshalb auch besonders wichtig finde, weil sie ja alle auch kein Grab haben. Es gibt keinen Ort, an dem man der Einzelnen gedenkt. Und deshalb ist das ein sehr wichtiges Anliegen. Und es hat in dieser Illustration auf der Wand der französischen Botschaft eine große Wirkung auf uns Umstehenden entfaltet. Danke. Also wir sind sehr glücklich und sehr geehrt, dass Sie, unsere Schirmherrin für dieses Projekt Every Name Counts, dass Sie gewinnen durften. Und Sie unterstützen uns sehr, sehr dabei bei dieser wunderbaren Initiative. Sie haben schon gesagt, was für Sie, warum es für Sie wichtig ist. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, was Sie erwarten im Grunde genommen von so einem Projekt? Ja, ich glaube, es ist deshalb besonders wichtig, jetzt auch diese Projekte als eine Art populäre Bewegung anzustoßen, weil wir in Deutschland ja leider einen wieder erstarkenden Rechtspopulismus, Hass und Hetze nicht nur im Internet, sondern auch auf der Straße erleben. Und es ist, glaube ich, deshalb besonders wichtig, daran zu erinnern, wie in unserer jüngsten Geschichte Millionen von Menschen verfolgt wurden und wohin es führt, wenn jeder Einzelne glaubt, er selber müsse ja jetzt nicht handeln, wenn eine gutwillige Mehrheit schweigt, während eine aggressive Minderheit handelt. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir daran erinnern, dass Hass und Hetze, Rassismus, Diskriminierung in unserer Gesellschaft nie wieder einen Platz haben dürfen. Und man muss den Keim dieser Ressentiments tatsächlich auslöschen. Und deshalb ist es gut, daraus keine Aktionen für Wissenschaftler und Forscher und Insider zu machen, sondern es auf eine sehr breite Basis zu stellen und im Netz für das Mittun aller zu werben. Das finde ich besonders gut und wichtig, gerade heutzutage. Vielen Dank. Ich finde es sehr schön, dass Sie wirklich diese sehr schöne Brücke von Erinnerung, warum ist Erinnerung wichtig, auch ins Jetzt bringen, weil mit diesem Projekt wollen wir tatsächlich ein digitales Denkmal für alle Opfer, die tatsächlich kein Grab haben, errichten und die Erinnerung ins Jetzt bringen und neue Formen des Gedenkens für uns alle finden, damit jüngere Generationen, die wirklich keinen Bezug zu dieser Geschichte haben, einfach diesen Zugang für sich selbst. Ja, ich glaube deshalb auch ein großes Anliegen vieler hierzulande, weil wir immer wieder daran erinnern müssen, Menschen, die heute leben, haben 75 Jahre lang erlebt, was Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Würde des Menschen bedeuten. Darauf kann man sich hier verlassen. Aber wir müssen auch immer wieder daran erinnern, dass Demokratie kein Geschenk ist, sondern eine Errungenschaft, dass man dafür eintreten muss, dass man sich darum bemühen muss und dass es jeden Einzelnen betrifft, der für diese Menschenwürde eintreten muss, wenn sie bedroht ist durch Hass und Hetze. Und ich glaube, dieses Demokratiemoment, dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir etwas zu verlieren haben, was wir unter großen Opfern überhaupt erst errungen haben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Kern auch dieser Aktion. Haben Sie vielen Dank. Der Erfolg dieses Projekts beruht darauf, dass so viele Freiwillige mitmachen. Wir wollen noch mehr Freiwillige werben, anwerben, motivieren. Wenn Sie vielleicht in einem Satz ein paar Wörter für mich eine Botschaft an diese Freiwillige aus der ganzen Welt. Machen Sie mit, helfen Sie mit, die Namen Millionen Nazi-Verfolgter online verfügbar zu machen und die Menschen, die Schicksale, die hinter diesen Namen stehen, vor dem Vergessen zu retten. Und vor allen Dingen setzen Sie sich ein gegen Hass, gegen Hetze, gegen Diskriminierung und Rassismus. Danke.
join in and be part of the engagement to make the names of millions of victims of the Nazi persecution unforgotten, make the names and lives of these people online available so that people are not forgotten, and speak out against racism, incitement, discrimination and hate.